Hier gerade. Oh nee, bitte, ich brauch das jetzt. Ich hab's nicht rausgeholt. Leo, gib dir zurück. Ich hab die nicht. Schuh, du hast die Safe genommen, du. Ich mir sag mit deinem Megafon. Ich gib mir die bitte. Geh nicht an meinen Pimmel, Alter. Auf der anderen Seite, da ist sie doch. Ich seh die schon. Ey, hör auf, Alter. Alter, geh mal weg von meiner Rosette. Wie viel krieg ich? Ein Apfel. Stressig in 3, 2, 1. 3, 2, ich hab Schlaganfall. 3, 2, nein, Digga. 3, 2, 3. Was geht mal, liebe Freunde? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Julian. Wow. Und zwei Hunde, die vor uns den Geschlechtsakt ausführt. Ja, feiner Kani, das ist ein Mann. Das magst du doch gar nicht. Du stehst doch auf Frauen, oder? Ach, ist mir ja auch egal. Mach, was du willst. Julian Bam ist heute mit dabei. Hallo, was geht, Alter? Schön, dass du hier bist. Und sau dumm, das ist ein richtiger Zirkus hier einfach, ne? Das ist so fett, Junge, Alter. Bitte. Ja, Alter, was ist da los? Das ist ein Hundekram. Das gibt's in Mexiko oft. Das machen Hunde auf der Straße sehr oft. Da gibt's wieder Veranstaltungen für. Wir haben die beiden abgerichtet. Wir machen heute Folgendes, Leute. Wir drehen heute eine Runde. Jetzt hätte es jemand schon mal gegeben, oder? Wir drehen heute eine Runde. Erkennst du den YouTuber-Beef? Allerdings bestreiten wir den nicht, sondern wir malen den so ein bisschen pantomimäßig. Keine Buchstaben. Ja? Es geht wirklich nur um das, was man malt und was man erkennen kann. Okay, okay, okay. Ja. Ich würde sagen, ich demonstriere das mal ganz kurz und fange die erste Runde an. Ju, ja? Je schneller du es errätst, ja? Desto weniger. Umso weniger Schläge kriegst du am Ende. Wir haben nämlich eine Fliegenklatsche dabei und derjenige, der verhältnismäßig länger braucht, das misst du ja mit der Zeit, ne? Ja. Dann nach der Runde einfach einen Schlag mit der Fliegenklatsche. Wohin? Okay? Penis. Geil! 3, 2, 1! Okay, das ist safe Unge, oder? Das ist Unge, oder? Ist das Unge? Ist das die Rasterlocken? Habe ich die schon gerade gesagt? Madeira Beef? Wer ist das? Ist das Olaf? Das ist Olaf, ja. Das ist vegan? Ah, das ist Dagi! Ja! Wie heißt das? Vegan-Schnitzel? Ja! Yeah! Wow! Alter, mega gut gezeichnet. Weil das ist Unge, Vegan-Schnitzel. Man sieht nämlich ganz klar, dass es Unge ist. Digga, wenn dann hier Herrchen auch, auch hier. Okay, wie lange hat er gebraucht? 37. Okay, das ist witzig. Gutes Format, glaube ich. 3, 2, 1, ich setze auf den Stuhl, okay. Man erkennt's. Wer ist das? Wer ist das? Ist das Dead Adam? Aha. Dead Adam Trennung? Nee. Dead Adam vs. Wir machen doch nicht alle drei, mach doch weiter, damit ich keinen Schlag bekomme, Junge! Sonic, Dead Adam, wer ist das? Dead Adam vs. Twitter Beef, Dead Adam, ja, aber wer? Dead Adam vs. Twitter? Dead Adam vs. Twitter? Tweets? Dead Adam reagiert auf Tweets. Was ist das für ein Beef? Es ist Tadde. Es ist Adi. Mhm. Adi vs. Twitter. Was denn das? Mann, mach doch mehr, Alter! Ja, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ja, weil der hat ja mit der Person, nicht mit der Plattform beef, du Idiot! Ja, und wer ist auf der Plattform? Andere YouTuber! Ja, und auch seine... Marius! Hä? Das war's wohl komplett. Mary! Ja! Seine Community! Ja! Er hat Beef mit seiner Community auf Twitter? Weißt du nicht mehr? Was? Wo die Rapper geworden sind? Da, oh, Alter! Da. Mein Gott! Ja, ja, wie lange ist das her, Alter? Ja. Eine Minute 23, hast du so scheiße Alter, gemacht! Ich hab das so gut gezeichnet. Sehr gut, sehr, sehr gut, oder? Sehr gut. Ja, hoffe ich nicht, Alter! Eigentlich ist das sau unfair, wenn ich mir jetzt ja Zeit lasse beim Malen, kriegt der einen Schlag. Nee, so funktioniert es nicht. Also, wenn er hinauszögert, dann darfst du entscheiden. Ja, aber er hat doch gerade voll hinausgezögert. Nee, gar nicht. Gar nicht, Alter. Dumm, ich hab's halt 30 Sekunden mindestens erwarten. Nee. Ja. Ich muss ganz was in mich gehen, ja? Bin drin. Es gab echt, boah, es gab so viel Beef. So ne? viel, weil fällt aber ich weiß nicht, ob du fest. Alles kennst. Kennst du viel? Okay, es geht los. Ist Melina? Hat Haare abgeschnitten? Coming out? Ist das ein Schal? Okay, das ist Melina. Ist Kelly? Outfit, irgendwas mit Outfit. Wie viel ist dein Outfit wert? Wie, hat die Person keine Arme? Ja, das ist ein Mädchen, das ist eine Frau. Okay, Dagi ist das. Okay, das kann ich dir geben. Okay, Kelly. Hat die SD-Karte verloren. Wie, 500 Euro. Klamotten geklaut. Merchandise geklaut. Merchandise kopiert. Fake-Klamotten angehabt. Warte. Zeitung. Ah, die war in der Zeitung, deswegen, hey, Klamotten, 500 Euro, die Klamotte, 500 Euro. Ja, es war, okay, lass ich gehen. Wie lange war das? 1,12. Kelly hat einen Skandal gehabt, weil die damals einen 500 Euro Pulli angezogen hat und die Fresse hat darüber das Maul zerrissen. Warum? Weil der Pulli 500 Euro kostet. Alter. Wo ich mir denke, hey, seid ihr behindert, so viel kostet nicht mal ein Schuh von mir.
Ja, das ist. Das ist ein Typ mit einem Bart. Das ist Genghis. Das ist Gronkh. Das ist Gronkh. Das ist Gronkh. Der ist blind? Der ist blind. Das ist der Typ von Dragon Ball. Dieser Opa, wie heißt der? Das bin ich. Ne, mit Bart? Nein, so sehe ich nicht aus. Das ist Autodiebstahl. Irgendein Blinder hat wem anders das Auto genommen. Das ist schon cool. Ist ein cooler Wagen auf jeden Fall. Ist ein cooler Wagen. Es ist ein C63 AMG S Biturbo V8. Nein. Der zögert das so heraus. Das ist so eine Scheiße. Alter, Segeljacht, Chinese. Julian Bam ist traurig, weil ein Typ mit dem Bart ein besseres Auto fährt. Julian Bam, ja? Bist das du? Mhm. Okay. Will ich jetzt? Jetzt ist klar, jetzt ist klar. Inscope. Tim Gabel. KS. Das ist doch so offensichtlich. Irgendeiner mit vielen Muskeln. Die Po. Ja. Kevin Wolter? Nein, Digga. Hä? Alter. Yo, das ist doch Inscope. Der macht das doch nicht. Doch, Inscope macht das immer so. Das ist ja klar. Aber ja, hat er das nicht von jemand anderem? Genau. ApoRed. ApoRed. Beef mit Julian Bam. Weil sein Auto so war. Wegen diesem Diss-Track. Diss-Track. Wie heißt der? ApoRed. Wie heißt der Diss-Track? Digga, Babawagen. Babawagen. Da hab ich doch nichts mit dem zu tun gehabt. Babawagen. Nichts mit dem zu tun gehabt. Oh Gott. Ich krieg gleich wieder einen Schlag. Ich hab keinen Bock darauf. Warte. Alter, ich hab nur einen Beef mit dem Jungen gehabt. Range Rover Mansory. Nein, der Song davor. Der Diss-Track, den du gemacht hast. Ja. Photoshop. Nein, danach. Digga. Und was? Okay. Alter. Kurze Diskografie von ApoRed einblenden. Photoshop, Babawagen, Everyday Saturday! Ja, Junge! Oh, Junge, Alter! Junge! Bin ich langsam! Ja, wie lang war das? 2 Minuten 14. Digga! Das war nur eine Minute weniger. Ey, das hätte man nicht besser zeichnen können. Ey, das war wirklich von mir so stark. Der hat doch nicht so ein Bart. Was laberst du, Junge? Was zum Teufel? Aber, Digga, ganz ehrlich, willst du mich f***? Nein, will ich nicht. Hau ich dich. Du bist ja so spastig. Ah! Bist du bereit? 3, 2, 1, jetzt. Go. Er präsentiert was? Ist das Brüste oder Augen? Hä? Digga, du kannst ja mal irgendwelche Leute machen. Tanzi vs. ApoRed. Ist das Tanzi? Ja. Ist das Tanzverbot? Ja. Und der hat der Beef mit Unge, Madeira. Ist das Monte? Ist das ABK? Ist das ABK? Nein! Ist das Abdel? Ja, Junge! Junge! Genau. Das sieht aus wie ein Hitlergruß, Alter. Oh mein Gott. 1:06. Okay, du bist dran. Warte. Okay, nochmal. Meinst du, das geht? Ich stink's jetzt irgendwie. Okay, letztes Mal. Hallo, stinkt. Okay, Lego-Steine. Held der Steine versus Lego. Auf YouTube. Eine Frau mit einer anderen Frau. Melina hat den Ganze. Ja. Oh mein Gott, Junge, was? Top 10 YouTube Mental Breakdowns. 13 Sekunden. Moment mal. Dann bin ich schneller als du. Dann kriegst du einen Schlag. Richtig. Ja! Gib deine Hand, du Dreckiger. Ach, jetzt, meine Damen und Herren, die Ehrenbindung. Willst du schlagen? Ja. Fortan wirst du Angst vor Frechen haben. Du wirst wirklich Angst vor Frechen haben ab jetzt. Klärfinger gebrochen, Alter. 3, 2, 1 und go. Was ist das für eine Frisur? Wer hat so eine Frisur? Ist das ApoRed? Digga, das ist eine folgende Zeitstellung, Digga. Das macht ja keinen Sinn, was ich da gemacht habe. Ja, okay, allein für die Aussage. Was ist das? Ein Bart? Böse. Ja, und jetzt? Und okay, jetzt musst du erraten. Jetzt ist einfach nur jemand gezeichnet, der böse ist. Nein. Jetzt musst du erraten, okay? Gegen Marmeladen-Omi? Ich hab schon. Es ist krass, oder? Ja, es ist richtig krass. Das ist eine ältere Person, ja? Ist das Rezo? Gegen CDU? Ja, wer ist das? Ja, okay. Wer ist das? Ja, deine Mutter. Gerhard Schröder, du Sohn. Wir müssen 20 Sekunden abziehen. Ja. Was? Ja, dafür, dass du hier so lange gezeichnet hast. Mann, Alter, meine Kette. Was ist denn das hier? Sein ich Kragen. Ich dachte, jetzt ist 50 Sekunden. Wer hat denn nicht so eine Frisur? 50 Sekunden. So aus. Okay, du musst jetzt mit mir raten. Okay. Okay. Okay, ich hab was. Kann jetzt geht's los. Ich hab was. 3, 2, 1, go. Unge. Safe Unge. Ihr braucht jetzt nicht fertig machen. Mach weiter. Unge versus YouTube Haus. YouTube Haus Beef. Unge versus Hausverwaltung. Unge versus Kindergarten. Unge versus Hexenhaus. Unge versus Nachbar. David gegen Goliath. Fast. Unge gegen Mediakraft. Ja! Oh mein Gott! Ja, Alter! Schlecht. Und das ist Christoph Kracht mit seinem Schwert. Spartacus Olsen. Mit seinem Stock, der immer alle mit seinem Stock geschlagen hat. Hat der? Nee. Aber kann ich hier mal kurz weg? Ich muss kurz einen Mann schlagen. 3, 2, 1. War ja nichts. Ja doch, Finger. Darf ich nochmal?
Leute, das war's von dieser wunderbaren Folge von Kenne den YouTube Beef. Wollt ihr sowas nie wiedersehen? Wollt ihr sowas nie wiedersehen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das normal sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerade depressiv und traurig zu Hause seid, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gut geht, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten verpisst euch. Schaut gerne bei Ju vorbei, da gibt's noch ein Video zu sehen. Arschgeile Nummer, auf Wiedersehen. Tschüss.